Die deutsche Landwirtschaft muss sich verändern. Wir müssen sie gemeinsam transformieren. Und hierfür ist der stetige Austausch, der konstruktive Dialog unheimlich wichtig. Ich bin Miriam Rapior und ich war im Bundesvorstand der BUND Jugend. Das ist die Jugendorganisation des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Auch durfte ich in der Zukunftskommission Landwirtschaft mitarbeiten, eine Kommission der Bundesregierung. Ich kam ungefähr vor 10 Jahren das erste Mal zur BUND Jugend über die Jugendarbeit. 2017 habe ich dann einen Arbeitskreis mitgegründet zur Landwirtschaft, zum Ressourcenverbrauch. Und für mich war es total toll, mit Gleichgesinnten mich auszutauschen. Und wir haben uns gegenseitig unterstützt, zum Beispiel bei der Organisation von Kleidertauschpartys. Wir haben kleinere Aktionen gemacht, wie Plastikfasten, Demos organisiert. Und 2019 wurde ich dann in den Bundesvorstand der BUND-Jugend gewählt. Dort kamen dann ganz neue Aufgaben auf mich zu, wie Gespräche mit Parlamentariern, politische Termine, die Repräsentation des Verbands nach außen. Und in dieser Rolle wurde ich auch in die Zukunftskommission Landwirtschaft berufen. Das war nochmal was ganz Neues für mich. Wir haben viel verhandelt und eben unsere Empfehlungen an die Bundesregierung formuliert. Zum Umweltschutz kam ich über das Thema Ernährung. Ich habe mit 16 beschlossen, mich vegetarisch zu ernähren. Ich habe mich viel mit der Tierhaltung, mit der Nutztierhaltung auseinandergesetzt. Und ja, seither engagiere ich mich für den Umwelt-, Natur- und Tierschutz. In der Zukunftskommission Landwirtschaft durften die andere Jugendvertreterin Katrin Muß von der Landjugend und ich die Zielvorgaben der Kommission erarbeiten. Das haben wir gemacht, wir haben monatelang verhandelt und das Schöne war am Ende, dass sich die gesamte Kommission hinter diese Zielvorgaben gestellt hat und die Empfehlungen an die Bundesregierung sich daran orientieren. Zwei Ziele stelle ich mal voran. Die deutsche Landwirtschaft muss das 1,5-Grad-Ziel auch erreichen. Und wir müssen es schaffen, die Artenvielfalt zu schützen.